Ich bin, wie gesagt, am 22. August von Nürnberg weg und am 23. August in Triest auf ein italienisches Schiff. Auf dem Schiff waren knapp 500 Passagiere, 85 davon von der sogenannten Jugendalia, also jungen Menschen, die von der Jewish Agency nach verschiedenen Proben, nach verschiedenen Tests ein Zertifikat für Palästina bekommen haben. Auf der Höhe von Zypern, das war ungefähr am 29., 30. August, bekam der Kapitän des Schiffes den Befehl, nach Triest zurückzukehren. Anscheinend wussten die Italiener bereits, dass am 1. September Kriegshandlungen beginnen würden und nachdem die Italiener noch nicht entschieden hatten, wann und wie sie als ein Teil der Achsenmächte in den Krieg eintreten würden, befürchteten sie, dass ihr Schiff in Palästina, einem britischen Mandat, eventuell beschlagnahmt hätte werden können. Das war unsere Vorstellung und wir sind deshalb zurückgedampft nach Triest. Dort hat man uns nicht eingelassen. Wir ankerten außerhalb der Drei-Meilen-Zone und es begannen Verhandlungen mit den italienischen Behörden, was mit den Passagieren passieren sollte. An Bord brach direkt nachdem bekannt wurde, dass das Schiff zurückfahren würde nach Italien, eine Panik aus, besonders unter den Erwachsenen. Es gab auch einige Selbstmorde, denn man befürchtete, nach Deutschland zurückgebracht zu werden. Wir Jugendliche nahmen das etwas leichter. Die Betonung ist auf etwas. Und wie gesagt, es begannen Verhandlungen mit den italienischen Behörden. Eines Tages, nach 5 oder 6 Tagen, wurde bekannt, dass wir nach Fiume, nach Jugoslawien, dampfen würden. Dort sollten wir auf einen jugoslawischen Frachter übernommen werden. Das Schiff ist wirklich, das ist ja nur um die Ecke, nach Fiume gedampft, aber die Übernahme klappte nicht. Dann ging es wieder zurück außerhalb der Drei-Meilen-Zone von Triest. Nach einigen Tagen, Wochen, wurde das Ergebnis bekannt. Die Italiener erklärten sich bereit, uns nach Palästina zu bringen, dann, wenn wir alle noch einmal den Fahrpreis bezahlen würden. Das Essen an Bord des Schiffes wurde knapp, das Trinkwasser an Bord des Schiffes wurde knapp. Es ging dann um die Frage, wir alle konnten ja nur den Betrag in Devisen, einen Betrag in Devisen in der Höhe von 10 Reichsmark ausführen. Also in meinem Pass, den ich noch habe, waren es 9,96 Reichsmark, die ich in Devisen ausführen konnte. Und wir alle waren natürlich nicht in der Lage, die Schiffspassage noch einmal zu bezahlen. Es kam dann so weit, dass die HIAS, eine Hilfsorganisation in Amerika, sich bereit erklärte, für uns die Passage noch einmal bezahlen. Wir Jugendlichen räumten unsere Kabinen, wir bekamen Strohsäcke an Deck des Schiffes. Es war ja im August, September. Und wir nahmen noch einmal eine ganze Reihe von Passagieren, die auf einen Transport in Triest warteten, an Bord und sind dann am 13. September von Triest aus wieder in See gestochen und kamen am 19. September in Tel Aviv an. Also eine Reise, die knapp 5,5 Tage dauern sollte, vom 23. bis zum 28. August in der Nacht dauerte,
vom 23. August bis 19. September, bis wir dann in Palästina ankamen.